Arne Gabius ist bekannt als Spitzensportler. Deutscher Rekordhalter im Marathonlauf bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2012 in Helsinki holte er Silber beim 5000-Meter-Lauf. Er ist aber auch ausgebildeter Mediziner. Als Experte im Bereich Sport und Gesundheit der AOK Stuttgart-Böblingen kann er hilfreiche Tipps geben. In den Stuttgarter Weinbergen haben wir ihn getroffen und zum Thema Diabetes befragt. Ich bin ja erst seit kurzem im Klinikum Ludwigsburg wieder im ärztlichen Alltag angekommen und ich muss sagen, die ersten zwei Monate haben wirklich gut funktioniert. Ich habe ja auch nur eine 50%-Stellung. Und ich habe jetzt meine Weiterbildung dort zum Allgemeinmediziner begonnen. Und auf einer kardiologischen Station begegnen mir natürlich relativ viele Diabetiker. Wenn man diese Diagnose hat, dann sollte man aktiv werden. Ja? Man darf nicht in eine passive Rolle verfallen, zum Beispiel erst zum Arzt gehen, wenn die Augen richtig schlecht werden. Ja? Dann erst zum Arzt gehen, sondern man muss vorher zum Arzt gehen. Und zwar vergleiche ich das mal mit dem Leistungssport. Erstmal braucht man einen guten Trainer. Und dieser Trainer sollte im Fall eines Diabetikers ein Hausarzt sein, sogar Ihr Hausarzt. Und dann braucht man natürlich noch ein gutes Trainingsprogramm. Und zusammen mit dem Hausarzt kann man diesen Plan abarbeiten. Und so kann man dann aktiv die Krankheit bekämpfen. Absolut. Bewegung ist halt das A und O, insbesondere in der Frühphase der Erkrankung ist die Gewichtsreduktion elementar wichtig. Deswegen kann man gerade in der Frühphase mit Bewegung und Ernährungsumstellung dem Diabetes entkommen. Für Diabetiker empfiehlt sich generell halt eine Ausdauersportart. Wandern ist toll, leichte Schuhe anziehen und einfach mal eine Runde gehen. Wichtig ist diese Regelmäßigkeit. Sport muss einen festen Termin in der Woche haben und jeder hat bestimmt dreimal in der Woche 30 Minuten Zeit, zur Not auch auf einem Heimtrainer, einen sogenannten Ergometer, im heimischen Wohnzimmer vor dem Fernseher Sport zu treiben. Also es kommt natürlich darauf an, für welche Sportart man sich entschieden hat. Wenn man sich jetzt fürs Wandern, Nordic Walking oder Laufen entschieden hat, dann sollte man natürlich auf eine Fußhygiene achten. Das heißt, man sollte mal zur Pediküre gehen. Man sollte schauen, dass man die Füße pflegt, regelmäßig eincremt, bequeme Schuhe hat, damit halt, wenn man einen diabetischen Fuß entwickelt, dass sich durch dort keine Wunden bilden, die man dann schwer behandeln kann. Auch sollte man nicht eine ganz große Runde laufen oder marschieren, sondern eher drei kleine Runden, dass man immer mal wieder am Auto oder am Haus vorbeikommt, dann kann man dort was trinken. Man kann auch ein Handy mitnehmen, dass man halt im Notfall jemanden rufen kann. Und natürlich für diejenigen, die jetzt jahrelang oder jahrzehntelang keinen Sport getrieben haben, die sollten natürlich erstmal mit ihrem Hausarzt Rücksprache halten, auch mit ihrem Kardiologen, da natürlich mit dem Diabetes auch eine koronare Herzkrankheit einhergeht. Ja, also die Typ-2-Diabetiker, die sollten jetzt mal zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Wanderung als Beispiel nehmen, die sollten Vollkornbrot mitnehmen und ein bisschen Wasser zu trinken. Bei den Typ-1-Diabetikern, die sollten so als Notfallmedikation Traubenzucker oder Fruchtsaft dabei haben. Auch sollten sie regelmäßig ihren Blutzuckerwert messen, wobei bei den Typ-1-Diabetikern, die mir begegnet sind, die waren Herr der Lage und kannten ihre Blutzuckerwerte sehr, sehr gut. Also in meiner sportlichen Laufbahn sind mir sehr viele Typ-1-Diabetiker begegnet, insbesondere im Sprint- und Sprungbereich, also im Schnellkraftbereich. Also ein deutscher Top-Sprinter zum Beispiel war Typ-1-Diabetiker aus der deutschen Nationalmannschaft. Ein früh erkannter und gut eingestellter Typ-1-Diabetiker, der hat weniger Einschränkungen in diesen Schnellkraftsportarten. Beim Typ-2-Diabetiker muss man einfach sagen, dass der Typ-2-Diabetes auch natürlich der Altersdiabetes wird er genannt, also er kommt eher in der zweiten Lebenshälfte und da ist natürlich die Leistungsfähigkeit generell halt bei uns Menschen dann ein bisschen vermindert. Aber ich höre immer wieder Geschichten von Marathonläufern, die einfach unglaublich sind, die halt mit der Diagnose Diabetes
erst angefangen haben, überhaupt sich regelmäßig zu bewegen, die dann mit dem Laufen angefangen haben, die deutlich an Gewicht verloren haben, die dann nicht mehr Insulin spritzen mussten, die sind dann Marathon gelaufen, keine Medikamente mehr genommen haben. Und diese Leistung, wirklich dem Diabetes davon zu laufen und diese Diagnose als Startschuss für seine aktive Laufkarriere, ja, auf Amateurniveau wahrzunehmen, das ist eine Leistung, die unglaublich ist und die einen hohen Anerkennungsgrad verdient. Regelmäßigkeit, ja? Also ihr habt es in der Hand, ihr könnt auch bestimmen, ihr könnt euch einem Lauftreff anschließen. Lauftreff heißt ja nicht immer gleich laufen, sondern die haben bestimmt auch eine Nordic Walking Gruppe, ja? Dass ihr feste Termine habt und die dann auch wahrnimmt, und ihr habt auch die Chance, euren Alltag sportlich zu gestalten. Also man hat immer die Wahl, ob man die Treppe nimmt oder den Fahrstuhl, ob man das Fahrrad oder das Auto nimmt oder man kocht selber oder Pizzaservice. Also man hat da immer die Wahl und es ist wichtig, dass ihr für euch die richtige Entscheidung trefft. Also ich hoffe natürlich, dass im Frühjahr ein großer Marathon stattfindet oder zumindest ein Eliterennen, sodass ich mich für die Olympischen Spiele im kommenden Sommer qualifizieren kann. Nichtsdestotrotz, ich werde 40 nächstes Jahr. Da gibt es natürlich einen deutschen Rekord, einen Seniorrekord. Den möchte ich gerne verbessern. Das wäre dann ein toller Abschluss meiner doch sehr, sehr langen Leistungssportkarriere. Und dann kann ich mich voll und ganz meiner ärztlichen Weiterbildung widmen.